somit willkommen zu einem neuen Let's Play Spooky's House of Jumpscares. Und bitte erschreckt nicht gleich, ich mach das hier sofort fix. Das geht so und nach einer kleinen Schnittunterbrechung sieht es so aus. Also, wir gehen zurück und ich komme gleich zu allem nötigen Play. New game, let the show begin. Controls, wie üblich, look mit Maus, activate space und enter, sprint mit shift, use weapon, left click, linker clicks und es geht los. Hello, I am Spooky. Hi. And this is my home. Can you, humble player, make it through 1,000 rooms? Can you find what lies at the end? Or is there even an end? Because I don't really know. Anyway, just go. So, ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen gehört. Von jetzt an sollte der Sound nicht mehr allzu heavy sein. Und bevor es richtig losgeht, möchte ich ganz, ganz kurz ein paar Worte verlieren. Also erstmal, es geht hier natürlich im Facecam weiter und in dem Sinne auch nochmal ein herzliches Willkommen! Ja, ich habe ja gefragt, ich habe ja eine Frage gestellt, ein Video gemacht. Ich möchte ein witziges Let's Play, also nicht ein Quatschspiel, sondern einfach ein Spiel, das eigentlich ja schon ein bisschen ernst gemeint ist, aber in dem Sinne witzig ist. Und es kamen sehr viele Antworten und wenn jetzt das Spiel nicht das ist, was vielleicht einer mir vorgeschlagen hat, dann macht euch keinen Kopf, denn es wird noch genügend Videos geben, wo ich alles auch mal zeige und spiele. Also ich habe jetzt einfach das hier gewählt, weil ich habe es ein bisschen gespielt und ja, ich finde es eigentlich ganz witzig. Wir werden viel lachen miteinander, ich werde viel lachen, das weiß ich jetzt schon, ich habe es ein bisschen angespielt und... Also das Spiel heißt Spooky's House of Jumpscares. Es ist ziemlich Minecraftig gemacht hier. Also gut, ich persönlich bin kein großer Fan von Minecraft, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und bitte, ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken ab der anfänglichen Grafik. Er muss das immer zuerst fixen und... Also, um was geht's? Wir sind hier im Spookys Haus. Das ist der Geist, das ist die Eigentümerin, die geht immer noch auf ihren Namen anscheinend. Und man muss jetzt einfach hier alle Räume durchforsten, beziehungsweise durchrennen, man kann sie durchrennen sogar. Ja, also ich freue mich drauf, wir werden sicher unseren Spaß haben. Und wie gesagt, wenn jemand ein anderes Spiel empfohlen hat, danke trotzdem dafür, danke für alle Tipps und... Ich werde das sicher mal jetzt testen, let's playen, also ich werde das auch noch berücksichtigen. Nee, ich habe jetzt auch mich für dieses entschieden im Moment und ich hoffe, es geht nach den gespielten 2 Minuten, die ich schon gemacht habe, weiter. Wir haben oben links eine Gesundheitsanzeige, wir haben eine Ausdaueranzeige, wir haben die Raumanzeige, man kann sich skippen zu den Räumen mit Passwort, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Okay, also wie gesagt, es ist alles ziemlich jumpscaring und ich weiß nicht, was sonst noch kommt, ob es immer 1000 Räume auch Jumpscares gibt. Ich habe keine Ahnung und wir lassen uns jetzt einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes überraschen. Oho. Also das Spiel ist schon ziemlich düster angelegt, das muss man sagen. Und wir sind schon im 5. Raum. Das muss man auch schon mal sagen, also von daher, wenn es jetzt hier so ein Spaziergang wird, dann ist das Let's Play relativ schnell vorbei. Schöner Teppich. Hallo, ja, jemand gefiel wohl, dass ja, die Innenarchitektur lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aha. Eine West? Ach, kann man... Hä? Doch, man kann... Dachgerade, hä? Eine zweidimensionale Kerze, wie ich sie am liebsten mag. Ein Bett und ich habe keinen Jump-Knopf, also kann ich nicht drauf rumhüpfen.
Geil, das ist ja ein größeres Zimmer als ich. Ich habe noch. Okay, das geht hier so herum, herum. Zwei Türen nebenan. Wann wir wieder zurück? Nope. Wir sind schon in Raum. Wie viele Räume gibt es? 1000? Okay, dann hätten wir jetzt schon mal die ersten 10. Aha. Ich eil mich nicht, ich eil mich nicht, ich eil mich nicht. Also, Jumpscare, es soll ja kein Blut. Triefendes Spiel sein. Und trotz der niedlichen Optik bin ich ein klein wenig angespannt. Okay, die Stimmung ist schon mal gut. Die Stimmung ist schon mal gut. Also ich mache es nicht als Horror-Let's Play, ich mache es als Spaß-Let's Play. Ja, Raum 14 und die Gänge werden dunkel. Und nü? Ja, so bis jetzt ist stimmig. Kann man nicht motzen, kann man nicht motzen. Ja, es ist unheimlich. Ja, was erwartet uns wohl? Was haben wir? Ein Tisch! Keine Tisch. Raum 16. Oh Mann. Stimmung ist da. Okay, die Räume sind anscheinend ein kleines Gehege, Käfig mit Toilettenpapier oder was auch immer. Ja! Kommode, kann man hier irgendwas? Ich drück, aber es passiert nichts. Okay, ich mache da überhaupt nichts, aber ich brauche Ausdauer. Gut, ich habe schon auf Shift gedrückt. Das stimmt schon. Raum 18. Raum 18. Die Räume sind nicht nummeriert, sie sind einfach da. Ich gehe den mittleren Weg. Ja, ich bin Schweizer, ich gehe den mittleren Weg. Oha. Aber uns kommt keiner nach, ne? No. Also Raum 20. Ich habe jetzt nach 5 Minuten schon Raum 20. Dann kann ich jetzt irgendwie schon abzählen, wie lange das Let's Play dauert. Oh Mann. Uns kommt keiner nach, oder? Na gut, dann wird's ja ein sauberes Durchmarschieren sein bis jetzt. Bis jetzt ist es ein Durchmarschieren. Es ist kein Labyrinth, von daher. Oh, ein Staubsaugervertreter ohne Staubsauger. Gut, gekritzelt. Das habe ich auch. Siehst du von hinten aus? Nee, einfach in Pappfigur. Raum 24! Raum 24 ist der erste Schreckmoment. Hat das nicht aussehen, weil ich gerannt bin? Ein schönes Gemälde, ein echter Dafowski oder. Ja! Da sitzt wohl einer, da muss wohl einer oft in der Ecke sitzen. Ja, ich frage mich, ob es eine Rolle spielt, wenn man durchrennt. Der ist schon ein bisschen braver. Übrigens, ich habe auch das Licht angelassen, weil ich will es ja zum Spaß machen. Ach, hier bin ich. Ja gut, ich kann mich nicht verlaufen in dem Sinne. Ja. Es funktioniert einfach nichts. Man kann alles nur angaffen. Oho. Aha. Semi. Ich bin gestört, ich bin bekloppt. Ich sage jetzt einfach mal, eigentlich wäre mir lieber, wenn mir jemand folgen würde. Aber das ist wieder ein anderes Let's Play. Ja, der Fett so einfach hier kommen würde, das wäre schon etwas für sich. Raum 33! Haben wir uns nicht vor 10 Räumen erschreckt? Und jetzt alle 10 Räume
Kein Jumpscare. Nein. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Ich gehe hier durch die Gänge. Ich gehe hier durch die Gänge. Ich gehe hier durch die Gänge. Jodi, hoi und tralala. Jodi, hoi und tralala. Ich bin noch gar nicht ängstlich. Ich bin noch gar nicht ängstlich. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bin nicht ängstlich. Ich bin schnell. Ich bin nicht ängstlich. Ich bin schnell. Großer Unterschied. Atu, atu, atu. Geht der Hops so quasi? Ja. Also für ein Gratis-Spiel wurde hier echt auf Realität gesetzt. Abgesehen von der Optik mal. Und ja, so kann man sich Strom sparen. Einfach mal hier. Ja. Fackeln und alles. Das ist ein OG? Ein OG? Hämorrhoiden? Oder das Teufels Arschloch. Ich habe ja nie gesagt, dass das kinderfreundlich ist, das Spiel. Ich habe nur gesagt, dass es witzig ist. Ein großer Unterschied. Hey, wie viele? Ist das Charlie Sheen zu Hause hier? Meine Fresse. So, langsam bin ich ein bisschen masochistisch und sage, ich möchte erschreckt werden. Nein, nicht erschreckt, aber irgendwie. Also, 40 Räume schon. Hier drin sind die Socken des Todes. Wow! So, ich stelle mich jetzt mal in die Ecke. Ich war böse, ich war böse. Naja. Ich weiß nicht, ob es einfach nur zum Durchrennen ist. Ob man Aufgaben lösen muss, soll, kann, will. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das ist ein Raum! Hallo? Ich möchte mich bewegen. Das ist ein Raum. Mutti! Mutti! So, irgendwie langsam. Langsam finde ich es ein bisschen langweilig. Ich ganz sehr langsam sagen. Oh ja, das ist der Nächte von Helsing. Ja, ist er gut. Ich suche Öl. Ich suche jetzt einfach mal Öl. Ich suche nicht mehr den Schrecken. Ah! Ah! Voller Geist! Ich suche Öl, nicht das Gespenst. Ja. Kopf. Im Loch, Loch im Kopf. So. Was? Ein pinkes Kreuz. Für alle Hängende. So, ich kann da nichts nehmen, oder? Doch, ich kann was nehmen, egal. At first, this place just seemed cute, but I've been there for days now. I'm feeling quite patient now, and I keep getting this feeling like I am being watched by something. This is not romantic at all. Jetzt nochmal zum Mitlesen. Dieser Ort sieht süß aus, niedlich. Und ich bin hier für Tage gewesen. Perched now? I'm feeling quite perched now. Was heißt perched? Ich kann kein Englisch. Ich fühle mich beobachtet. Aha. Gut. Ja. Ich schwitze hier wieder voll. Das sind keine Türen. Ach, Game Saved. Ach so. Und hier? Da. Ach, das ist. Boah, der größte Aufzug, den ich je gesehen habe. Ich
Mami, wieso ruckelt es so? Ja, Resident Evil! Wir sind in Resident Evil gelandet. Wir sind in Resident Evil gelandet. Raum 51. Aha. Und die Gemälde werden immer kostbar. Das helle Feuer. Der Stuhl zur Weisheit. Ja, ja, die abnehmen oder so. Nö. Ich nehme immer den rechten Weg. Such mal vom rechten Weg ab. Ja. Ein wirklicher Künstler, dieser von Lochi noch, wer auch immer hier an Künstlern war. Aber er scheint nicht gerade der talentierteste, abwechslungsreichste zu sein. Oho! Aha! Also eigentlich wäre es ja prädestiniert, dass sie uns hier einer verfolgen könnte. Ob es sie noch macht, ist die zweite Frage. Oha! Hui! Ach, ich kann gar nicht runterfahren, okay. Geht das da jetzt rüber? Het, 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 het. Geht wieder. Geht wieder, geht wieder, geht, geht wieder. Jo. Ja. Mutti, ich hab hier hingepisst. Hä? Werd ich langsamer hier? Ja. Oder ist es ist klebrig. Invoking! Nailing never stops. A choking! Ja, irgendwer kotzt sich hier. Nein! Lass mich in Ruhe, du! No! I know what you have done! What? Wieso? Your soul wanders an endless maze! Also war der Kinderkanal Spuk hier. Okay. Was? Achso. Mein Name ist LP Ben. One and only. Okay. Next Studios. Ich sag mir, ich kann dabei. Ja. Ich sag mir, ich kann dabei Level 50 weitermachen. Play, ja. Continue. Ja! Ich kann. Okay. Bum. Ich glaube, ich sollte das nächste Mal speichern. Wenn es wieder. Das ist zu sprechen, wenn das unsere Runde nicht sonst. Mann, der Fahrstuhl klingt wie mein Opa. Nein, mein Opa ist schon lange tot. Gott hab ihn selig. War ein guter Mensch. So, ich speichere jetzt nochmal. Ja. So, und im nächsten Part geht's weiter. Also, wenn es gefallen hat, dann Daumen hoch, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und tschüss!